Ja, liebe Zuschauer, lange dauert's nicht mehr. Dann heißt es 11.11 Uhr, die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet. Das heißt, für alle Faschingsnarren und Närrinnen beginnt eine tolle Zeit bis zum nächsten Jahr. Wir sind heute zu Gast in Bad Elster. Dort wird das Rathaus gleich gestürmt und wir schauen mal, was da alles so passiert. Viel Spaß beim Zuschauen. Langsam, Caroline, nicht so schnell. Der EFC ist noch nicht so weit. Die Damen, ja und auch selbstverständlich die Herren, müssen sich noch putzen und vorbereiten. Und passt? Ja. Jetzt sitzt alles richtig und nun kann es auch losgehen. Schnell wurde nochmal die Straße gereinigt und kurz nach 11 Uhr setzte sich der Zug von der Schule aus in Richtung Rathaus in Bewegung. Dort wurde er auch schon von den Elsteranern und den Chorgästen erwartet. Peng, ein Schuss fiel vom Rathausbalkon, aber kein Schütze war zu sehen. Heutzutage geht eben alles automatisch. Tanzen geht nicht automatisch, da steckt eine Menge Arbeit und Training dahinter. Dass es sich ausgezahlt hat, davon konnte man sich überzeugen. Nicht nur die großen, auch die kleinen Gardemädels begeisterten die Zuschauer. Die Purzelgarde machte Trainerinnen und Eltern stolz und sorgte für den nötigen Spaßlevel. Denn unmittelbar nach dem Auftritt folgte der königliche Hofdichter. 11.11. Heute ist es wieder soweit. Es beginnt die fünfte Jahreszeit. Der Tag, an dem seit Jahren ans Rathaus kommen. Lokales wird dann als Komm genommen. Stets mit Humor, doch ich glaube, ihr wisst, dass auch stets ein Fünkchen Wahrheit dazwischen ist. Natürlich ist das so. Und so blickt der Hofdichter Horst zurück auf die vergangenen 12 Monate. Da ging es um den Straßenbau in der Reuth, der sich so lange hinzieht, und um einen Namensvorschlag für den Gondelteich. Warum tun wir es jetzt nicht unseren Nachbarn gleich und benennen den Luisasee um in Christoph-Lehmich-Teich? Auch Positives wurde erwähnt, so zum Beispiel der Umbau der Bade- und Saunalandschaft. Seit Ende August kann man dort wieder Eintrittskarten kaufen. Wobei ich die Eintrittspreise für ein Vorschulkind schon etwas heftig finde. Auch das Vier-Sterne-Hotel war wieder ein Thema und die aktuellen Probleme im Solebad. Ein MDR-Bericht über die Baustelle brachte es kürzlich ans Licht. Wasser im Schwimmbecken schadet nicht. Das Ganze wird erst zum Problem, wenn wir Salz ins Wasser geben. Nun ist es aber einmal so, bei uns genau wie anderswo, dass die Sohle immer Salz enthält. In Bad Elster die mit der höchsten Konzentration auf der Welt. Was für die Werbung sehr angenehm, führt beim Bauen zum Problem. Nämlich, dass Salz den Beton zerstört, weil es ja dort nicht hingehört. Was das verbrauchte Wasser angeht, schlug Horst vor, das Salzwasser in den Gondelteich zu schütten. Das hätte mehrere Vorteile. Zum einen könnte man vielleicht den Bad Elsteraner Salzhering ansiedeln und über die Flussverbindungen auch Kreuzfahrtschiffe anlocken. Wie das geht, wurde im Anschluss demonstriert. Treidler des EFC zogen ein Schiff mit Kapitän Bürgermeister Christoph Lehmich über den Rathausplatz. Zweifellos eine super Idee. Die Teenie-Garde beendete das Showprogramm und dann wurde Rathausschlüssel und Kasse übergeben. Und damit ich hier nicht länger schweige, versuche ich es mit einer Selbstanzeige und bring den hohen Elferrat die leere Kasse einer Stadt. Doch halt! Die Kasse war nicht ganz leer. Ein Gutschein über 100 Euro. Wir freuen uns. EFC, juhu! Für die Kleinen gab es dann noch was Süßes. Und für die Großen? Stimmt, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Weiter geht's am Samstag mit unserem großen Kappenabend im Bordecafé, wo wir die Saison so richtig einläuten. Und dann geht es natürlich weiter im Februar, wo dann der Hauptfasching ist. Da haben wir am 14. Februar den großen Fosnittball. Ja, und das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Caroline, wo bist du?
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Journal für diese Woche. Der 11.11. ist endlich eingeläutet. Und ich wünsche Ihnen natürlich eine närrische Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ein dreifaches EFC. Okay. Tschüss.